ich bin Birgit Gunther. Ich war gerade in dem Workshop Marketing für digitale Produkte und es fing an, dass zwei Damen, eine von Reklam und von Bastei Lübbe, beide aus dem Online-Marketing bzw. Online-PR einen Vortrag gehalten haben, was sie so konkret für Projekte gerade am Laufen haben oder auch in der Vergangenheit hatten, wie so eine Marketingstrategie für digitale Produkte aussehen kann. Und aufgrund dessen haben wir dann uns in Gruppen aufgeteilt und konkrete Verlagsprodukte, also versucht für konkrete Verlagsprodukte aus den beiden Verlagen eine Marketingstrategie zu erarbeiten. Ich war gerade im Self-Publishing-Workshop. Wir haben eine kleine Präsentation gehört mit ganz aktuellen Zahlen zum Self-Publishing, was ziemlich interessant war. Dann haben wir uns in vier Gruppen aufgeteilt und haben halt überlegt, was die Rollen, Chancen und Herausforderungen sind im Self-Publishing für Autoren, für Händler, was in unserem Fall der Buchhandel. Also ich war vor 45 Jahren auch Nachwuchs. Und ohne mich gäbe es Buchmarkt nicht. Und der Nachwuchs ist einfach wichtig, weil er neue Ideen in unsere Branche bringt. Und ich denke, die Entwicklung der letzten Jahre hat ja gezeigt, wie wichtig auch die neuen Medien sind, die wir Alten ja zum Teil erst viel zu spät begriffen haben, wie wichtig das war, dass das gerade von den jungen Leuten vorangetrieben wird. Ich bin Michael Drosig und ich hatte eben einen kleinen Vortrag, einen sehr kleinen kurzen Vortrag zum Thema Social Media und insbesondere den Aspekt, dass sich das Vertrauen als Grundlage unserer Kommunikation in den sozialen Medien geändert hat. Also das Substrat dessen, was uns da verbindet, ist ein anderes, ein neues. Das ist sehr spannend aus meiner Sicht. Und es ist hilfreich zu wissen oder zu kennen, um das zu verstehen, was da eigentlich an Dynamik passiert. Und auch um die Gesetze zu verstehen, die da gelten. Das sind nämlich neue Gesetze, denke ich, an der Kommunikation. Ja, das ist entscheidend. Die Medien sind so noch im Autoren, denke ich, die Medien sind ja, wir sind von der EU-AG, vom Nachwuchsparlament. Wir haben uns in unserer Gruppe gefragt, welche Features hat ein E-Book heute und welchen Mehrwert bieten diese Features im Rezipienten. Und dafür haben wir eine Handvoll Beispiele dabei, auch E-Book-Beispiele. Die kann man hier bei uns im Showroom ausprobieren. Das geht da vor allem um Kinderbücher, aber auch andere Genres. Und das geht um die Formate iBooks Author, KF8 und auch um EPUB, also was auch mit dem EPUB heute schon möglich ist.